Ein trüber Tag begleitet mich nach Bali. So nennen ihre Bewohner liebevoll ihre Kurstadt. Bad Liebenwerda ist seit 1925 Kurstadt und liegt im Elbe-Elster-Landkreis in Brandenburg. Das Wappen der Kurstadt ist in Silber gefasst, mit einem fenster- und torlosen, bezinnten, spitzbedachten und beknauften blauen Rundturm. Belegt mit einem silbernen Schild, worin drei rote Herzen wohnen. Vom Bahnhof aus laufe ich in Richtung Stadtzentrum. Am Otto-Klos-Garten, einem Garten der Sinne, mache ich Halt, um die Eindrücke des Gartendenkmals und die ursprünglich gefasste Gartenkunst zu genießen. Es geht weiter über die Wäldchenbrücke, die mich über die Schwarze Elster bringt, einem Nebenfluss der Elbe, deren Quelle im Westlausitzer Bergland entspringt und in Elster in die Elbe mündet. Auf der anderen Seite der Schwarzen Elster liegt die Stadt mit ihrem Kurgarten, auch umgangssprachlich Wäldchen genannt, mit seinem naturbelassenen Kleid. Ein Denkmal zu Ehren des Preußenkönigs Friedrich III. Weckt meine Aufmerksamkeit. Friedrich III. Überließ der Stadt Liebenwerda 1830 dieses Wäldchen unter der Bedingung sorgfältiger Kultur für die Verschönerung der Stadtkommune. Anlässlich der großzügigen Geste des Preußenkönigs wurde hier das Denkmal 1882 für ihn eingeweiht. Über die Entstehung der Stadt Liebenwerda ist bisher nur wenig bekannt. Es gibt Vermutungen über eine slawische Vorbesiedlung des Stadtgebiets, wofür aber bisher noch ein eindeutiger archäologischer Nachweis fehlt. Eine 1231 in Liebenwerda angefertigte Urkunde ist der erste geschichtliche Nachweis über das Bestehen des Ortes. Der Ort entstand im Schutze einer aus dem 12. oder 13. Jahrhundert stammenden Burg, die sich auf der Elsterinsel befand, deren ältester Nachweis ein noch heute erhaltener um 1207 errichteter Bergfried, der Lupwarturm ist. Die Erwähnung von Stadtrechten tauchten erst im 14. Jahrhundert in weiteren schriftlichen Zeugnissen auf. Das 14. Jahrhundert neigt sich dem Ende entgegen und Liebenwerda wird zum Besitz der sächsischen Herzöge. Wenn sich etwas Sächsisches in der Stadt eingeprägt hat, dann ist es die kursächsische Postdistanzsäule, nach alten Unterlagen rekonstruiert und 2003 aufgestellt. Sie zeigt Entfernungsangaben in Stunden, sowie das kurfürstlich-sächsische und königlich-polnische Wappen von August dem Starken. Das Original aus dem Jahr 1724 gilt als verschollen. Nach Durchsetzung der Reformation wurde auf Empfehlung Luthers und Melanchthons Martinus Gilbert de Spegnards 1545 zunächst zum Stadtpfarrer, 1555 dann zum ersten Superintendenten Liebenwerdas ernannt. 1558 erwarb der Rat die Gerichtsbarkeit. Auf dem Marktplatz wurden die Urteile gefällt, während die Hinrichtung vor der Stadt vollzogen wurden. Ein in das Pflaster eingelassener Steinkranz zwischen Rathaus und Kirche erinnert an diesen Ort. Schwere Verwüstungen erlitt die Stadt in der Zeit des Dreißigjährigen Krieges. Besonders schwer traf es die Stadt 1637, als sich schwedische Truppen im Januar im nicht weit entfernten Torgau einnisteten, das angrenzende Elbe-Elster-Gebiet durchstreiften, plünderten und in Brand setzten.
Am 31. Januar 1637 fiel Liebenwerda einer Feuersbrunst zum Opfer. Dabei wurde die Stadt fast gänzlich eingeäschert und nur einige Hütten im Stadtwinkel blieben verschont. Spuren des Krieges waren bis in das 18. Jahrhundert noch sichtbar. Hinzu kamen in dieser Zeit Pestepidemien und die Sage vom Hirtenmädchen Barbara entstand. Sie berichtet von der Tochter des einstigen Stadthirten, die in dieser Zeit an der Pest erkrankte, mit dem Wasser der schwarzen Elster heilen konnte. Dem Barbara-Brunnen am Rande des Marktes, gleich gegenüber des Rathauses, in Form eines Brunnendenkmals ist dieser Sage gewidmet worden und ist heute immer noch ein attraktiver Anziehungspunkt für die Stadt. Gleich neben dem Brunnen erhebt sich die Stadtkirche St. Nikolai, deren Datum der Erbauung nicht bekannt ist. Allerdings wurde sie 1376 erstmals urkundlich erwähnt. Durch etliche Brände wurde sie völlig zerstört und wieder aufgebaut. Durch mehrere Reparaturen wurde die neugotische Erscheinung der Kirche im 19. Jahrhundert vollendet und prägt bis heute weithin sichtbar das Bild der Stadt. Unter Bürgermeister Paul Moritz Rose vollzog sich seit seiner Übernahme der Amtsgeschäfte 1883 eine aufstrebende Entwicklung. Die Industrialisierung der Stadt setzte ein und die Einwohnerzahl begann zu wachsen. 1882 eröffnete in der Bahnhofstraße der Landvermesser Robert Reis ein Versandgeschäft für Vermessungsinstrumente und Büroartikel. Das Unternehmen entwickelte sich innerhalb weniger Jahre zum Marktführer der Branche. Ab 1904 wurden in Liebenwerda Moorbäder zur Behandlung rheumatischer Leiden verabreicht. Seit dem 16. Januar 1925 trägt die Stadt den Titel Bad. Nachdem das preußische Staatsministerium am 9. Januar 1925 einer Umbenennung der Stadt mit den Worten »Möge die Stadt unter dem neuen Namen glücklichen und gesegneten Zeiten entgegengehen« zustimmte. Mit Beginn des Zweiten Weltkriegs wurden auch Liebenwerderer Bürger zum Kriegsdienst einberufen. Unternehmen mussten ihre Produktion umstellen, bald arbeiteten dort auch Kriegsgefangene, die die einberufenen Arbeiter ersetzen mussten. Die beiden Glocken der Stadtkirche wurden 1942 zu Rüstungszwecken eingeschmolzen und im Jahr 1944 entging die Stadt zum Pfingsten nur knapp einer Katastrophe, als alliierte Bomberverbände über der Stadt 375 Sprengbomben abwarfen, die im Süden der Stadt zumeist auf den Feldern niedergingen. Nach der Besetzung der Stadt durch Truppen der Roten Armee ließ am 22. April 1945 der sowjetische Stadtkommandant Major Maksakow im Gebäude des Finanzamtes in der Riesaer Straße eine Stadtkommandantur einrichten und einen provisorischen Stadtrat einsetzen. Die folgenden Jahre waren von Reformen geprägt. Die Mehrzahl der Betriebe ging in Volkseigentum über. Aufgrund der schlechten wirtschaftlichen Lage der DDR kam es in den 1980er Jahren auch zu Problemen in Bad Liebenwerda. Die ansässigen Betriebe hatten mit Arbeitskräftemangel, fehlenden Devisen und ausbleibenden Modernisierungen zu kämpfen. Nach der Wiedervereinigung gingen viele Firmen der Stadt und der Umgebung in Konkurs. In der Altstadt setzte schrittweise die Modernisierung der historischen Bausubstanz ein. Straßen und Plätze im Ort wurden erneuert. Seit 2004 eröffnete die Lausitz-Therme Wonnemar.
neben einem Erlebnis- und Sportbad mit Rutschenturm, Strömungsbecken und Wellenbecken gibt es ein Mineralforum, eine Saunalandschaft sowie einen Fitness- und Gesundheitsclub. Obwohl Stadt und Kreis Bad Liebenwerda zuvor nie zu Brandenburg bzw. zur gleichnamigen preußischen Provinz gehörten, wurden sie 1990 gemäß Kreistagsbeschluss dem wiederbegründeten Land Brandenburg zugeordnet.